Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Vorstellung hier auf YouTube. Heute möchte ich euch den Mod Fendt Vario 728 vorstellen. Der Mod ist vor kurzem im offiziellen Giants Mod Tab rausgekommen und zur Verfügung für alle Konsolen und PC und Mac. Also sprich, er ist Crossplay. Gucken wir uns den ganzen Kram nochmal an. In der Standardausführung kostet der ganze 192.000 Euro. Vorab nochmal ein paar Informationen zu dem Traktor. Der Autor dieses Traktors heißt Schnibbelmodding, kennt vielleicht der ein oder andere. Und die ganzen, oder der Mod, hat 45,68 MB. Damit ihr den Mod auch richtig nutzen könnt, also vernünftig nutzen könnt, braucht ihr einmal Precision Farming, Interactive Control und GPS. Wenn ihr diese drei Sachen habt, die gibt es alle im offiziellen Mod-Hub. Wenn ihr die Sachen alle habt, dann könnt ihr den Mod einwandfrei nutzen. Natürlich ist halt GPS und Interactive Control nur für PC verfügbar. So. Es gibt die Motorausführung der 27 Gen 7 mit 40 km/h, dann einmal mit 50 km/h, einmal den 722 Gen 7 mit 40 km/h, wieder mit 50 km/h, den 724 Gen 7 mit 40 km/h. Und einmal mit 50 km/h. Dann gibt es einmal den 726 Vario Gen 7 mit 40 km/h. Und natürlich auch den 726 mit 50 km/h. Und 60 km/h, genau. Also ab 726 Vario Gen 7 fängt dann natürlich auch die 60 km/h Serie an. Das Ganze ist auch hier hinten auf einer Plakette zu sehen. Sehr realistisch angelehnt, wirklich sehr schön. Dann gibt es natürlich noch den 728 mit 40 km/h, 728 mit 50 und den 728 mit 60 km/h. Kommen wir zum Reifenhersteller. Reifenhersteller gibt es Trelleborg, Michelin, Continental, Mitas, BKT, Fredstein, Nokian und das war's schon. Also eigentlich alle Standardreifenmarken, die es gibt für Traktoren. Ich nehme für Fendt natürlich immer gerne Trelleborg, passt irgendwie immer am besten, finde ich. Reifenvariante gibt es einmal Vario Grip, dann einmal Breitreifen Normal, dann Vario Grip 2. Das ändert dann nur hier hinten. Werdet beachtet. Achtet mal vorne und hinten auf die Felgen. Da seht ihr denn hier einmal. So, ich nenne das mal so eine Art Gewicht. Aber dann gibt es Breitreifen 2. Das sind dann schon richtig fette Schlappen. Und dann gibt es noch einmal Vario Grip 2. 3, Entschuldigung. Das sind dann Breitreifen plus den Vario Grip zusammen. Gibt es noch eine Stufe? Ja, genau. Es gibt noch Zwillingsbereifung hinten und Zwillingsbereifung vorne und hinten. Genau. Dann gibt es einmal noch Pflegebereifung. Wenn man halt mal mit dem Traktor Pflanzenschutz macht oder etc. Dann gibt es noch Pflegebereifung 2. Das ist dann die normale Ausführung. Hier ist es nämlich, ich glaube, die 3 Meter. Ich glaube, 3 Meter sind das oder 2,50 m von der Achsenbreite her. Ja, genau. Und dann gibt es halt wieder noch Standard. So, Radgewichte gibt es natürlich auch. Einmal Flanschplatten, Platten, weiß ich gar nicht, was das sein. Ach so, ja, genau. Sieht man das? Ja, so dürfte man das sehen. Also so normal und so damit. Dann gibt es auch 300 Kilo, 600 Kilo und 1000 Kilo. Genau. So wie zu den Radgewichten. Die Ausführung. Einmal Power Setting 1. Da müsst ihr mal hier drinnen achten. Auf das Dachdisplay.
oder allgemein auch auf die Joysticks und so. Wenn wir denn jetzt einmal weitergehen, haben wir denn hier jetzt noch einen weiteren Joystick? Dann haben wir jetzt hier noch mit Power Plus Setting 1 haben wir jetzt hier noch was dazu bekommen zur Steuereinheit. Zu Power Plus Setting 2 haben wir einen größeren Joystick bekommen. Profi Setting 1. Was hat sich da verändert? Da verändert sich der Joystick wieder. Einmal normal und einmal ohne. So. Denn Profi Plus Settings 1 ist wieder der kleine Joystick. Und dann wieder Profi Plus Setting 2 wieder mit dem Zusatz etwas größeren Joystick. So. Würde ich jetzt einfach mal sagen, nehmen wir den jetzt einfach mal. So. So, rundum leuchten. Natürlich hier so, die kennt man vielleicht schon vom 900er Vario, von den neueren. Der hat die ja auch drauf. Links und rechts gibt es einmal. Denn nur links und nur rechts. Oder halt beides. Oder gar keine. So. Warntafeln. Sind die ganz normalen. Entweder die normalen Warntafeln oder Warntafeln plus LED. Die sind hier außen. Wenn man zurück macht. So. Genau. Oder halt gar keine Warntafeln. Panoramakabine. Ja, plus. So. Da gibt es dann einmal mit animierter Tür rechts. Denn gibt es noch einmal mit animierten Fenster vorne. Und noch einmal. Ich weiß gar nicht, was sich jetzt hier geändert hat. Ah, okay. Also hier ist es denn so. Da ist denn das Fenster so ganz groß. Also da kann man das Fenster dann nicht mehr aufklappen und keine Seitentür. Also sprich, man hat dann nur die Fahrertür und das Heckfenster zum Öffnen. Genau. Wir nehmen jetzt einfach mal. So, wir nehmen das so. Designpaket gibt es einmal mit der Chromblende am Auspuff. Einmal Standard und einmal mit Chromblende. Dann gibt es noch Designline. Also sprich hier mit der helleren Motorhaube. Ich weiß gar nicht, ob das so ein Grau-Akzent ist das ja. Oder so ein Grau-Weiß-Akzent. Oder halt Standard. Genau. So, denn das Dachterminal, wie ich ja vorhin meinte, das ist ja hier oben jetzt das Zusatzdisplay. Dann kann man eine Frontzapfwelle mit dran machen. So ist ohne und so ist mit. Und dann gibt es einmal noch Isaria Pro Compact. Das ist hier das mit diesem Precision Farming. Was ich ja vorhin meinte, damit ihr das optional nutzen könnt. Kostet es euch halt auch einfach mal 14.950 Euro extra. So, Animation. Einmal Interactive Control und einmal Mouse Control. Warum das Ganze? Da ja der Fan Crossplay ist, also sprich für alle Konsolen, Xbox, PS4, PS5, etc. pp. Deswegen Mouse Control. Wir nehmen Interactive Control. Und dann noch einmal das GPS, was ich vorhin meinte. Damit ihr das natürlich alles nutzen könnt. Und GPS seht ihr dann natürlich auch hier oben. Kommt dann diese Antenne da hinzu. Plus das eine Ding hier. Also halt der GPS-Router, sage ich mal. Wie so ein WLAN-Router. Gut. So, dann kann man halt noch die Hauptfarbe ändern. Zum Beispiel in so einem. Ja, in so einem Silber. Oder halt für den einen oder anderen in so einem Schwarz. Oder in so einem Glasgrün. Da kann man sich eigentlich austoben. Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Als Hauptfarbe. So, was ich natürlich ein bisschen schade finde. Die Dachfarbe gibt es leider nur drei verschiedene Farben: einmal weiß, also Standardweiß. Dann einmal schwarz.
Und einmal dieses Petrol. Sieht auch nicht schlecht aus, aber muss halt passende Farbe als Hauptfarbe sein. Ich würde sagen, wir bleiben bei Weiß. So. Zusatzfelgenfarbe. Was ist das Ganze? Ah, okay, das wird, denke ich mal, diese Platten sein, die da eingebaut werden können. Das wird das, denke ich mal, sein. Oder halt beziehungsweise die Radgewichte, die, wenn man die mit einbaut. Kann man mal gucken. Wo sind sie? Hier. Ah ja. Da, das ist das, was ich gemeint hatte. Oder halt die Radgewichte, genau. Wenn man hier zum Beispiel. Ja, genau. Wie ich es gesagt hatte. So, und die normale Felgenfarbe kann man halt auch noch in allen Varianten so bestücken, wie man das möchte. So würde uns der ganze Spaß jetzt 299.273 Euro kosten. Da ich den ganzen Trecker schon so habe, wie ich ihn mir geholt habe, kaufe ich mir den jetzt nicht nochmal. Dann kommen wir jetzt einfach mal zur Innenausstattung bzw. Interactive Control und so. So, hier ist das schöne Teil. Ich habe den jetzt einfach mal hier mit diesem Precision Farming DLC da ausgestattet. Bevor jetzt Fragen kommen, nein, das Precision Farming DLC kostet kein Geld. Also das ist ein DLC von Farming Simulator, also vom LS Standard hergestellt. Also könnt ihr euch einfach so runterladen. So. Der ganze Fendt sieht von außen echt schön aus, da es ja schon die Gen 7 Variante ist. Ich finde das wirklich ein richtig schönes Gerät. Es macht Bock mit dem zu fahren. Hier auch schön, ja. Kann man schön die rechte Seitentür öffnen. Macht richtig viel Spaß. Also, das ist schon echt cool gemacht. Da hat sich Knibbelmodding wieder sehr viel Mühe gegeben. So, was kann man hier außen machen? Man kann außen die Warntafeln einmal umklappen. Gehen wir mal hier so hin. Einfach mal die Warntafel nur so umklappen. Oder halt die ganze Warntafel einklappen. Das Ganze müsst ihr auf jeder Seite manuell machen, wenn ihr das jetzt über Interactive Control macht. So, hier hinten kann man nichts ändern mit Interactive Control. Ich denke mal, wenn man denn sich hier hinten ein Anbaugerät dran baut, dann kann man das sicherlich hoch und runter lassen und an- und ausschalten. Hier das gleiche auch nochmal. Kann man die Warntafeln einzeln umklappen. Können wir uns auch nochmal so von der Seite angucken. Schöne Animation, sehr schön gemacht. Und dann kann man halt auch einfach noch die Warntafel noch umklappen. So, kommen wir hierzu. Zur linken Fahrertür kann man natürlich auch wieder öffnen. Auch alles schön. Und den hier so schön mit dem Profi Plus Design dran. Also sprich, wir haben jetzt das Profi Plus Design genommen. Das steht dann halt immer von Trecker zu Trecker unterschiedlich da. Je nachdem, was ihr für eine Ausstattung genommen habt. Genau. Hier vorne kann man nichts ändern. Keine Motorhaube öffnen. Aber ist ja auch nicht so schlimm. So, kann man mal hoch aufs Dach. So, hier kann man die Rundumleuchte auch wieder manuell und einzeln umklappen. Sehr schön, weil einfach realistisch. Hier natürlich auch. Kann man auch umklappen. Genau. So, wollen wir uns mal reinsetzen. Also. Was hat der Ganze? Der hat Interactive Control. Sprich, wir können einmal das Lenkrad hoch und runterklappen. Dann haben wir hier am Lenkrad, wie man schon sieht, nochmal ein Symbol. Das Symbol ist dafür da, um einen Lenkradknauf anzubauen. Sprich, den seht ihr jetzt. Wenn man den jetzt. Drehe ich den Trigger? Nee. Wenn ich da jetzt wieder drauf drücke, hat man den jetzt zum Beispiel wieder nicht. So. So, jetzt habe ich den wieder da. Genau. Starten wir den ganzen mal mit Soundtest natürlich, ja.
Also hat wirklich einen echt sehr, sehr schönen Sound. Genau, was gibt's noch? Also, wir haben dann einmal hier. Ups, müssen wir mal wieder runter machen. Wir haben hier einmal den Warnblinker. Funktioniert auch. Einwandfrei, wie man sieht. Was haben wir noch? Wir haben einmal. Wir machen mal das Fenster mit auf. Wir haben einmal Licht anschalten. Da können wir dann einmal das ganze Licht durchschalten, einmal Frontlicht, aber also einmal Arbeitslicht vorne, Arbeitslicht hinten, Arbeitslicht, also ganze Arbeitslicht und komplett wieder ausschalten. So. Dann haben wir hier Blinker rechts, funktioniert auch einwandfrei. Blinker links, funktioniert auch einwandfrei. Was können wir noch machen? Wir können das vordere Fenster öffnen. Wird der Sound dann wieder ein bisschen lauter vom Trecker? Realistisch, sehr realistisch. Wenn wir dazu machen, wird der Sound wieder leiser. Genau. Das Dachfenster können wir öffnen. Sieht man von hier außen vielleicht ein bisschen besser. Genau. So, schließen wir das Ganze wieder. Wir können, wie gesagt, die Tür von innen öffnen und schließen. Wir können den Sitz umklappen, falls ihr den nicht braucht. Man kann die Armlehne hoch und runter klappen. Und man kann die Beifahrertür auch von innen öffnen und schließen. So, würde ich sagen, kommen wir erstmal hier zu. Hier haben wir einmal Rundumleuchte an- und ausschalten. Sind so schöne LED-Blitzleuchten. Wirklich sehr cool gemacht. War er denn jetzt? Hier war er. So, können wir den wieder ausmachen. Leider habe ich, oder ich habe es noch nicht herausgefunden, hat der kein DBL, sprich kein Dashboard Live. Vielleicht kommen ja noch Updates, also ich denke mal, dass noch Updates kommen werden, wo dann DBL hinzugefügt wird, also Dashboard Live. So, hier könnt ihr das Menü umstellen, einmal in Tagfahrmodus, sage ich mal, und einmal in Nachtfahrmodus. Finde ich immer sehr cool, wenn das so Dunkelmodus ist. Hat einfach was. So, da haben wir hier oben noch das Dachterminal. Auch sehr schön animiert mit rein- und rausfahren. Macht wirklich Spaß, den Trecker im Multiplayer oder im Singleplayer zu fahren und zu spielen. Wirklich ein sehr tolles Gerät. Heckfenster können wir natürlich auch öffnen. Mit Sound animiert. Sehr schöner Trecker. Genau, kommen wir mal dazu jetzt. Also hängen wir uns jetzt mal ein Gerät vorne oder beziehungsweise hinten dran, was wir an- und abheben können. Nehmen wir mal da vorne die Mähwerke. Oder war hier Düngerstreuer? So. Wichtig zu erwähnen ist auch noch, dass ihr das hier ja nicht machen müsst. Ihr könnt das natürlich auch, denke ich mal, von innen machen. Ja, genau. Nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ihr das nur von außen machen könnt. Ihr könnt das auch von innen machen. Also sprich, einmal draufdrücken, lässt er den runter. Einmal wieder hochdrücken, lässt er den hoch. So, hier kann man Zapfwelle an- und abschalten. Kann er jetzt natürlich nicht, weil er jetzt so leer ist. Aber genau. Das Ganze von hinten nochmal runter. Ah, komm, jetzt. So. Das ist das Ganze, was der Fan an Interactive Control hat. Genau. Wenn euch das Video wieder gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da, also einen Daumen nach oben und aktiviert die Glocke. Schaut natürlich auch gerne beim Rheinland Agrar vorbei, macht auch sehr coole Mod-Vorstellungen und natürlich auch beim lieben Bafti. Also, haut da rein und bis zum nächsten Mal.